Der DFB-Pokal ist im Achtelfinale und da gibt es eigentlich nur Knallerpaarungen. Wir fangen mit dem Dienstag an. Vier Partien, die wir natürlich mit Marcello besprechen. Hallo Marcel. Guten Morgen ins ein bisschen verschneite München. Ein bisschen, ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich das Auto frei hatte und dann bin ich noch auf der Straße stecken geblieben. Aber als alter Skifahrer kann man natürlich Lösungen finden, auch mit einer dicken Karre. So, aber jetzt gehen wir rein. Kaiserslautern empfängt Nürnberg. Kaiserslautern hat den Trainer entlassen. Dirk Schuster ist Geschichte. Kann man auch drüber diskutieren. Und dann empfangen sie Nürnberg, die mit einer ordentlichen Klatsche abgefertigt wurden, zu Hause gegen Düsseldorf. Das ist die Ausgangslage, kurz und knapp zusammengefasst. Ich gehe davon aus, dass bis zu diesem Dienstagabend schon ein neuer Trainer vorgestellt sein wird bei Kaiserslautern. Momentan verdichten sich ja die Anzeichen, dass es Dimitrios Kramotzes werden könnte. Der saß letztmals auf der Bank beim FC Schalke 04. Ja, er kennt natürlich Kaiserslautern aus seiner Spielerzeit. Er kennt auch schwierige Situationen vom FC Schalke 04. Das heißt, möglicherweise gar keine schlechte Wahl, die Lauterer da wohl getroffen haben. Noch steht es ja nicht hundertprozentig fest, es stand Sonntagmorgen 9 Uhr, aber ich gehe mal davon aus, dass das passieren wird. Und Carsten, er bekommt natürlich wirklich eine richtig, richtig schwere Aufgabe, denn man muss sagen, Kaiserslautern war am 21. Oktober, damals gab es das Auswärtsspiel in Düsseldorf, auf Aufstiegskurs. Damals führten sie zur Halbzeit in Düsseldorf mit 3:1, lagen in der Blitztabelle auf Position 2 bzw. Position 3. Und wären damals durch diesen Sieg in Düsseldorf eben auf einen der ersten drei Plätze gesprungen. Allerdings haben sie dann in der zweiten Halbzeit das Spiel noch komplett hergeschenkt, haben 3:4 verloren. Und seitdem gab es für Lautern in den vergangenen 5 Partien nur einen einzigen Punktgewinn. Ja, zudem 18 Gegentore in den letzten 6 Spielen. Das heißt, unabhängig davon, wer als Trainer kommt, der muss auf jeden Fall erstmal wieder die Defensive stabilisieren. Und trotzdem glaube ich, dass mit dem Heimvorteil im Rücken auf dem Betzenberg gegen Nürnberg was möglich ist, weil, und das hast du auch schon richtig angesprochen, Nürnberg ebenfalls zuletzt sehr, sehr instabil gewirkt hat. Du hast diese hohe Niederlage angesprochen gegen Düsseldorf. Davor gab es auch ein 1:4, das heißt 9 Gegentore in den letzten beiden Partien. Und obwohl sie mit Felix Lohkämper natürlich jemand haben, der die vorherige Pokalrunde entschieden hat mit seinem Last-Minute-Ausgleichstor gegen Rostock und mit dem Tor in der Verlängerung, gehe ich davon aus, dass Kaiserslautern die nächste Runde erreichen wird. 1:72 dafür, dass Kaiserslautern ins Viertelfinale einzieht. Borussia Mönchengladbach ist nur ganz schwer in die Puschen gekommen zu Beginn der Saison. Sie haben sich stabilisiert. Vor allen Dingen gewinnen sie jetzt Spiele, von denen man nicht erwarten konnte, dass sie sie gewinnen. Jetzt spielen sie gegen den VfL Wolfsburg mit einem Trainer, mit Niko Kovac, der angeschlagen wirkt. 100%, Carsten, da stimme ich dir vollkommen zu, denn der VfL Wolfsburg ist für mich momentan eine der größten Enttäuschungen in der Fußball-Bundesliga. Blutleere Auftritte, auch am Samstagnachmittag wieder in Bochum, wo sie eigentlich qualitativ überlegen sein sollten, waren sie die deutlich schlechtere Mannschaft, haben verdient 1:3 verloren und dementsprechend steht auch Niko Kovac in der Kritik. Er schafft es einfach nicht, aus dem guten Kader, aus dem breiten Kader, eine Startelf, eine Stammelf zu formieren, die sich einfach über 3, 4, 5 Wochen mal einspielt und dann noch kontinuierlich gute Ergebnisse liefert. Das schafft er einfach nicht. Dementsprechend steht er in der Kritik und ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch vor Weihnachten was passieren wird auf der Trainerbank des VfL Wolfsburg. Allerdings müssten die Wolfsburger dafür erstmal aus dem Pokal rausfliegen. Und das, Carsten, halte ich tatsächlich für sehr wahrscheinlich, denn Gladbach, auch das hast du angesprochen, zu Hause zuletzt sehr gut unterwegs, 10 Punkte geholt aus den letzten 4 Partien und vor allen Dingen finden sie Wege, Spiele für sich zu entscheiden, in denen sie nicht mal die bessere Mannschaft sind. So war es am Samstag gegen Hoffenheim, da waren sie deutlich die schlechtere Mannschaft, haben allerdings die Tore zu den richtigen Momenten erzielt und deswegen sehe ich sie tatsächlich vorne, weil sie auch mit Frank Honorat einen ganz interessanten Spieler in den eigenen Reihen haben. Der, finde ich, fliegt momentan so ein bisschen unter dem Radar bei aller Lobhudelei für Plea, der natürlich viele wichtige Tore schießt, aber Honorat mit seinem rechten Fuß durch die Standards, durch seine Flanken, ein ganz, ganz interessanter Spieler, den wir auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollten. Und unter dem Strich sage ich, mit dem Heimvorteil im Rücken wird Gladbach dieses Spiel nach 90 Minuten gewinnen und dafür gibt es eine Quote von 2:30. Pokalspieler haben ihren besonderen Reiz. Pokalspiele sind schwer zu tippen, aber ihr könnt hier tippen ohne Einsatz und Cash gewinnen. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cashpreise. Die letzte große Pokalsensation haben Saarländer geschafft, nämlich der erste FC Saarbrücken hat Bayern München rausgekickt. Jetzt sind die Homburger dran, auch an diesem Dienstag, Saarländer gegen St. Pauli und mit Sicherheit sind sie nicht in der Favoritenrolle, die Homburger.
Das auf gar keinen Fall. Homburg, ein Viertligist aus der Regionalliga Südwest, kenne ich natürlich wieder ganz gut, weiß ziemlich gut, dass es sehr eklig ist zu spielen im Homburger Waldstadion. Ja, eigentlich immer relativ guter Rasen gewesen, aber ja, eine sehr, ja, ich sag mal, traurige Umgebung dort. Ja, trotzdem natürlich ein Stadion, was einiges hergibt vom Charme her. Und ich muss sagen, Homburg ist dieses Jahr auf einem richtig guten Weg. Ja, auch in der Regionalliga Südwest haben sie zuletzt sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert, sind momentan auf Position 1. Dementsprechend auch ein Kandidat für den Aufstieg in die dritte Liga. Homburg hat nur eines der letzten 18 Pflichtspiele verloren und sie haben zu Hause in diesem besagten Homburger Waldstadion die letzten 6 Partien inklusive Fürth-Erfolg, wo sie 2 zu 1 gewinnen konnten, die letzten 6 Partien allesamt siegreich gestalten können. Unter anderem auch dank Phil Harris. Und das ist der Torjäger der Homburger. Der hat in der Liga schon 14 Tore erzielt, hat auch das entscheidende Tor gemacht gegen Fürth in der zweiten Runde im Pokal. Und der bejubelt seine Tore immer ganz gern mit einem Salto. Ja, und das, obwohl er über 1,90 Meter groß ist. Also, das ist durchaus eine Leistung, Carsten. Das kannst du mir sicherlich bestätigen. Ja, Und mache ich ich jeden sage Tag, wenn ich jetzt, aufstehe. ja, So begrüße ich den Tag. Das dachte ich mir, genau das dachte ich mir. Ich würde gerne mal Videomaterial sehen. Nein, trotzdem gehe ich davon aus, dass sie jetzt gegen St. Pauli relativ chancenlos sein werden, weil St. Pauli einfach extrem stabil ist. Dieses 2-0, was sie verspielt haben gegen den HSV, hat mich schon ein Stück weit überrascht. Schiebe das allerdings ein bisschen auf die Witterungsbedingungen, weil sie einfach ja, unter diesen Bedingungen bei Schnee auf einem matschigen Boden dann eben nicht mehr so die Lösung gefunden haben. Sonst hätten sie das Spiel gegen den HSV meiner Meinung nach klar gewonnen. Und sie haben vor allem mit Eric Smith einen ganz interessanten Spieler im Abwehrzentrum. Das ist der zentrale Part der Dreierkette hinten drin und der spielt unfassbar gute Diagonalbälle. Und ich glaube, dass das auch gegen eine tiefstehende, kompakte Defensive aus Homburg zum Erfolg führen kann. Und deswegen sage ich St. Pauli minus 1. Also St. Pauli gewinnt dieses Spiel nach regulärer Spielzeit mit mindestens 2 Toren Vorsprung zu einer Quote von 1,98. Ja, überragende Analyse von Marcel. Herzlichen Dank dafür. Also das sind dann schon Hinweise, die extrem weiterführend sind. Als letztes Spiel am Dienstag haben wir Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf natürlich mit Rückenwind, aber Magdeburg auch Sieger am vergangenen Samstag gegen Lautern. Also insofern treffen da beide Teams aufeinander mit gewissem Selbstbewusstsein, mit breiter Brust. Das kann man so sagen. Also Magdeburg ja 4 zu 1 gewonnen zu Hause gegen Kaiserslautern am Samstagabend. Das war wirklich auch eine sehr reife Leistung. War bereits wieder der zweite Sieg in Folge. Sie hatten ja zwischenzeitlich eine Sieglosserie von, ich glaube, 8 Zweitligaspielen nacheinander. Haben sich dadurch jetzt befreit durch diese beiden Dreier, sind dadurch auch wieder im Klassement nach oben geklettert, haben dementsprechend wirklich eine breite Brust. Aber, das hast du auch richtig gesagt, gleiches gilt für Düsseldorf. Und Düsseldorf hat in den letzten beiden Partien jeweils 5 Tore erzielt. Ja, 5 zu 0 in Nürnberg, davor 5 zu 3 gewonnen in der Liga, deswegen gegen Schalke. Deswegen wirklich zwei Mannschaften, von denen ich einiges erwarte, gerade im Spiel nach vorne. Magdeburg hat automatisch den Ansatz, dass sie nach vorne spielen wollen. Düsseldorf hat Vincent Vermey, der hat in den letzten beiden Spielen 5-mal getroffen, unter anderem auch jetzt 3-mal am vergangenen Wochenende per Kopf 2-mal. Also ist ein riesengroßer Stürmer, der wirklich auch ein super Kopfballspiel hat. Und deswegen kombiniere ich hier zwei Ansätze miteinander. Ich sage nämlich zum einen, dass Düsseldorf die ja leichte Naivität der Magdeburger ausnutzen kann. Das heißt, Düsseldorf kommt weiter. Und zum anderen sage ich, es werden auch in der regulären Spielzeit mindestens 2 Tore fallen. Und für diesen kombinierten Tipp auf Düsseldorf kommt ins Viertelfinale in Verbindung mit dem über 1,5 bekommen wir eine Quote von 2,32. Dankeschön, Marcello. Und hier bekommt ihr die Übersicht der 4 Tipps für die Pokalspiele am Dienstagabend. Und ihr wisst, auch für den Mittwoch produzieren wir für euch ein Video mit einem tollen Gast, nämlich mit Ex-Nationalspieler Maurizio Gaudino. Euch eine angenehme Woche.